Mit Käse überbackenes Würzfleisch frisch aus dem Ofen. Oder Ragout mit Hollandaise und einer selbstgebackenen Pastete. Zwei grundsätzlich verschiedene Gerichte und doch haben sie eines gemeinsam: oberlecker. Wie das funktioniert, seht ihr in diesem Video. Klappe und Action! Lecker. So, ihr Lieben, hier haben wir wunderbares Fleisch und zwar aus der Kalbskeule. Und da stellt sich schon die erste große Frage: Kochen wir jetzt heute eigentlich ein Würzfleisch oder kochen wir ein Ragout? Würden wir ein Würzfleisch kochen, ist es in der Regel immer aus der Schweinekeule. Wir haben heute Lust auf Kalbskeule. Und dieses Fleisch wird in diesem Rezept für einen Ragout erst einmal vorgekocht. Dazu geben wir das Fleisch in ein schon leicht sprudelndes Wasser hinein, leicht gesalzen, und in das Wasser geben wir gleich unsere bekannte gespickte Zwiebel. Das habt ihr auch schon ein paar Mal bei mir gesehen. Lorbeer wird mit zwei Nelken auf einer Zwiebel fixiert. Das kommt da jetzt dazu. Und ich habe hier außerdem noch Pimentkörner. Das ist ungefähr ein Teelöffel voll, und ein Esslöffel voll Pfefferkörner geben wir jetzt ebenfalls damit hinein. Und wir lassen das Kalbfleisch jetzt auf kleinerer Flamme, das ist mir schon fast zu viel, ganz langsam gar kochen. Zurück zum Würzfleisch. Beim Würzfleisch wäre der Anfang schon mal anders. Da würden wir jetzt Schweinefleisch kleine Stückchen schneiden und die kleinen Würfel schon mal anschwitzen und dann mit Brühe auffüllen und gar kochen. Geht schneller, ist aber auch ein völlig anderes Gericht. So, unser schönes Stückchen Kalbfleisch hat jetzt hier anderthalb Stunden gekocht. Es ist butterzart. Das nehmen wir jetzt heraus und lassen es ruhig ein bisschen kalt werden, weil das wollen wir jetzt noch in kleine Würfel schneiden. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um Zwiebeln und Champignons. Für unseren Soßenansatz mit den Champignons wollen wir jetzt erstmal eine Zwiebel in feine Würfel schneiden. Viele, 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 viele kleine Schnitte Richtung Wurzel. Einmal gegen den Strich, ein bisschen aufpassen auf die Finger und feine Zwiebelwürfel schneiden. Und diese Zwiebelwürfel werden jetzt zuallererst einmal angeschwitzt, dass sie schön glasig werden. Unsere geputzten Champignons schneiden wir jetzt auch in Würfel. Das muss nicht perfekt sein, aber je feiner, desto besser. So, und auf die Zwiebeln geben wir jetzt auch unsere Champignons. Damit wir dieses Anschwitzen ein bisschen unterstützen, das kennt ihr auch schon, kommt da jetzt Salz und Pfeffer gleich drauf. Kräftig würzen, weil die Champignons nehmen uns viel Geschmack weg, und ordentlich salzen. So, das schwitzen wir jetzt schön an. Sind die Champignons auch schön glasig, geben wir einen ordentlichen Schuss Weißwein dazu und löschen das Ganze einmal ab und lassen den Weißwein ein wenig einreduzieren. So, wenn der Weißwein wieder so schön verdampft ist, dass nur noch das Aroma drin ist und der Wein verkocht ist, geben wir dort Mehl dazu und wir stäuben das so ein bisschen ab. Zwei gestrichene Esslöffel, das reicht vollkommen. Und verrühren das jetzt hier mit den Champignons. Das heißt, das ist mehr oder weniger eine kleine, schnelle Mehlschwitze. Wir müssen das jetzt hier ein wenig glatt rühren. Und jetzt entsteht ja hier so ein hässlicher Klumpen. Aber das wird nicht lange so sein. Wir geben jetzt gleich unsere Brühe und unsere Sahne dazu. So, wir fangen mit der Sahne an. Ein kräftiger Schuss Sahne dazu. Nicht alles. Und auch die Sahne mit dem Mehl jetzt erst einmal glatt rühren. Würden wir alles auf einmal drauf geben, dann hätten wir ganz, ganz viele kleine Krümel. Wir wollen es aber glatt haben. Deswegen immer in mehreren kleinen Schritten. Erst die Sahne dazu und dann später die Brühe. Und schaut mal, was wir hier für einen schönen Kalbsfond haben. Den geben wir jetzt ebenfalls dazu, sodass wir ein Verhältnis haben von einem Teil Kalbsfond und einem Teil Sahne. Wir geben hier so viel Brühe dazu, bis wir eine Konsistenz haben, die uns gefällt. Eine schöne deckende Soße. Das ist wichtig. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall noch mehr von dem Kalbsfond. Und da muss man jetzt nicht großartig ausmessen. Das hätte Großmutter an dieser Stelle auch nicht getan. Und jetzt hier bei unserem schnellen Gericht
machen wir es tatsächlich ein bisschen nach Gefühl und ihr seht, auch das funktioniert. Wir haben in unserer Soße ja schon die Säure von unserem Weißwein, aber Worcester-Soße, immer noch einen kleinen Spritzer mit da hinein. Ein Klassiker, gehört einfach dazu. Jetzt wird die Soße probiert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was kann an dieser Soße bitte nicht schmecken? Wir haben frische Zwiebeln, wir haben Unmengen Champignons, wir haben einen ganz schönen Kalbsfond, wir haben eine tolle Soße, Salz, Pfeffer ist dran, Weißwein ist dran, ein Schuss Worcester, Fleisch fehlt. Und für unsere Ragoufin können wir jetzt aus dem kalten Fleisch ganz schöne kleine Würfel schneiden, wie es euch gefällt. Bei dem Würzfleisch wäre es ja so, da hätten wir das Fleisch ja schon gewürfelt gehabt. Und da ist das Schnittbild immer ein bisschen ungleichmäßiger. Und beim Ragoufin, wie der Name schon sagt, wollen wir relativ feine, relativ gleichmäßige kleine Kalbfleischwürfel haben. Wir können ein Ragoufin in dieser Art und Weise natürlich auch wunderbar von einem Hähnchenbrüstchen kochen. Genau derselbe Vorgang. Dann haben wir nur keinen Kalbsfond, dann haben wir eine Hühnerbrühe. Aber ich verspreche euch, auch das ist super lecker. So, unser Kalbfleisch kommt da jetzt dazu. Und jetzt rühren wir das einmal zusammen. Und wir haben ein Ragoufin, ein feines Ragout. Oder ein Würzfleisch. Zwar auf einem anderen Wege gekocht, aber wir sind ganz dicht dran. Ragoufin wird meistens in einer Pastete gegessen, in einer Blätterteigpastete. Und die wollen wir uns mal backen. Wie bekommen wir jetzt aus so einer Blätterteigscheibe eine schöne Pastete? Dazu habe ich ein bisschen Bastelkram schon mal vorbereitet. Aus einer normalen Papprolle, da war jetzt Klarsichtfolie drauf getüdelt, habe ich solche Stücke geschnitten und mit Alufolie eingetüdelt. Und das geht so simpel. Einfach nur dieses Pappstück hier in die Mitte hinein, aufrollen, schön eng. So, und dann werden nur noch diese Reste hier, die werden da so reingedrückt. Und schon haben wir einen kleinen Abstandshalter nachher für unsere Ringe, damit die Ringe nicht ineinander fallen. Und ich glaube, das ist das günstigste Backzubehör, was man sich vorstellen kann. Unseren Blätterteig, den haben wir jetzt halbiert. Und jetzt wollen wir mal möglichst große Böden ausstechen. Und da passte jetzt diese große Tasse eigentlich ganz gut. Sag mal, da braucht man kein Spezialwerkzeug. Und diese Ränder hier, die bewahren wir uns erstmal auf. Wir versuchen, die noch weiter zu verarbeiten. Und da wir nicht nur Böden brauchen, sondern auch noch Ringe, stechen wir auch die anderen Platten alle erst einmal rund aus. Und auch das stechen wir jetzt aus. Blätterteig besteht aus unendlich verschiedenen Schichten, wo im Prinzip sich Mehl und Margarine abwechseln. Das ist nachher der Grund, warum Blätterteig so aufgeht. Würde ich jetzt hier die Blätterteigreste zusammenkneten und wieder neu ausrollen, würde ich die ganzen Schichten kaputt machen und es würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Deswegen Blätterteig kann man eigentlich nur einmal so benutzen und dann höchstens noch die Reste irgendwie untermogeln, aber ausrollen und neu versuchen funktioniert halt nicht. Und jetzt können wir schon mal so langsam anfangen zusammenzubasteln. Lasst ein bisschen Abstand, weil Blätterteig geht immer schön auf. Und jetzt wollen wir nur den Rand ein bisschen einpinseln. Macht nicht zu viel Ei. Und da geben wir jetzt den ersten Ring drauf. Das machen wir bei allen vier Böden. Das pinseln wir wieder ein. Und jetzt haben wir ja sehr, sehr viele Reste. In jedem Fall brauchen wir nachher vier Deckel. Das heißt, diese vier, die sind dann schon mal gesaved. Aber wir haben hier noch vier weitere. Und was man jetzt machen kann, man kann jetzt hier so Halbmonde ausstechen. Das ist jetzt eine reine Resteverarbeitung, die mir aber sehr wichtig ist. Und jetzt können wir auf diesen ersten Ring nochmal diese Halbmonde drauflegen und aus den Resten auch nochmal versuche, so Halbmonde auszustechen. Schaut mal, das sieht dann ungefähr so aus. Und die kann man dann wiederum hier oben drauflegen. Wir haben jetzt hier aus den Resten nochmal zwei Etagen da drauf bekommen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir das große Promi-Backen gewinnen, sondern mir geht es darum, dass wir keine Lebensmittel wegschmeißen. Wenn wir das so gemacht haben, legen wir jetzt zum Abschluss den sauberen Ring oben drauf. Und da der Blätterteig hier fürchterlich aufgeht,
Nur als Sicherheit, dass wir in der Mitte immer noch ein Loch bekommen, setze ich da jetzt meine Abstandshalter hinein. Für 12 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Das Würzfleisch wurde ja dem Ragoffin nachempfunden und nun haben wir es halt umgedreht. Wir haben das Ragoffin dem Würzfleisch nachempfunden. Am Ende ist es sehr, sehr ähnlich. Beim Würzfleisch ist es so, da gibt man das Würzfleisch in eine kleine Portionsschale hinein, so wie in diesem Fall. Und dann kommt da frisch geriebener Käse drüber und dann wird das Ganze nochmal lecker im Ofen goldgelb überbacken. So, schaut mal, mit Käse überbacken unser, in diesem Fall, Würzfleisch. Sieht das lecker aus, oder? Okay, Teil 1. Teil 2, unsere Pastete. Warmer Teller, warme Pastete und da geben wir jetzt unser Ragoffin hinein. Und da ist es immer wichtig, das darf so ein bisschen überlaufen. Oh, lecker, schau dir das mal an. Und weil wir das Würzfleisch mit Käse überbacken haben, gibt es beim Ragoffin auch noch einen kleinen feinen Unterschied. Ich habe hier noch mal eben schnell ein bisschen Sauce Hollandaise zusammengerührt. Das Rezept ist oben rechts eingeblendet und da geben wir jetzt so einen schönen Klecks warme Sauce Hollandaise oben drauf, den Deckel drauf, bisschen was Grünes, wer hat, guten Appetit! So ihr Lieben, ihr müsst euch jetzt entscheiden, nehmt ihr jetzt das Gericht als Würzfleisch mit Käse überbacken oder als Blätterteigpastete? Wir sagen Tschüss und Dankeschön, weitere Rezepte werden eingeblendet, wir haben euch lieb, Tschüss!